Hi. So, ich nutze den Nachmittag jetzt für ein zweites Video. Das erste Video war über diese Survival-Bücher oder Bushcraft-Bücher. Ich nutze den Nachmittag noch, da ich ja nicht rausgehen kann und so wie ich jetzt dann mal so aus dem Fenster rausgucke, kriegen wir gerade ziemlich beschissenes Wetter. Um ein bisschen über ja, Outdoor-Zubehör, sprich Besteck oder wie man es in Amerika nennt, Utensils zu sprechen. Und folgendermaßen habe ich zum Beispiel dieses typische Bundeswehrbesteck von wirklich sehr massiver Qualität, kaum zu verbiegen oder kaputt zu bekommen, mit einem Löffel, einer Gabel, einem Messer, einem Flaschenöffner, einem Dosenöffner. Das hier ist auch noch original. Man sieht es hier dran, hier stehen Initialen M.V.D. War also wohl ein Blaublüter, ein Herr von. Wird gerne genommen, ist mir persönlich zu schwer. Wiegt also mehr als ein Besteck aus dem Besteckkasten. Da könnte ich eigentlich auch zum Besteck aus dem Besteckkasten zurückgreifen. Aber das lasse ich. Das hat mir eine Zeit lang gute Dienste geleistet, aber es wurde mir echt zu schwer. So, dann habe ich von der US-Armee. Leider habe ich beim letzten Mal im Wald, da hatte ich ein Kochvideo gemacht und da hatte ich diese US-Utensils benutzt. Da habe ich das Messer und die Gabel im Wald vergessen. Das wäre typisch für mich, dass ich irgendwas vergesse. Ich habe also nur diesen Löffel. Jetzt bin mir aber auch sicher, dass ich Messer und Gabel wieder an meinem Camp finden werde. Die wiegen relativ wenig. Der Löffel ist übrigens, die sind von einer hervorragenden Qualität, also man kann die sehr schwer verbiegen und der Löffel eignet sich wirklich, um eine Menge an Fressgut drauf zu packen, ebenso bei der Gabel. Und das Messer ist sehr leicht zu schärfen. Also ich habe das Rasiermesser scharf bekommen. Ich hätte vielleicht besser aufpassen sollen auf mein Zeug. Na gut. Dann habe ich von Light My Fire diesen Spork. Der ist aus Plastik. Mit dem normalen Löffel. Am anderen Ende die Gabel mit. Ich weiß nicht, warum man an die Stelle, wo die Gabel ist, auch ein Messer, also ein Messer simulieren möchte, weil womit hält man dann das Schneidgut fest? Ich weiß es nicht. Kam hier in so einer schönen Transportschatulle und von diesem Spork habe ich die Titan-Ausführung. Und die ist wirklich gut, weil die kostet auch 20 Euro. Diese US Utensils, die bekam ich mit dem Messkit, dem originalen Messkit der US-Armee, für, bin mir jetzt nicht sicher, so um die 15 Euro bei Amazon. Das hier hat, ich meine, 7,50 Euro im Papis Army Store gekostet. So. Dann habe ich hier, das hatte ich mal vorgestellt, einen klappbaren Spork oder Göffel von der Firma Ace Lamp. Den habe ich vorgestellt in meinem Truckers EDC. Den mag ich ganz gerne, den habe ich auch im LKW immer dabei. Und damit esse ich auch im LKW, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich irgendwo, man soll mal Pommes holen oder
eine Suppe esse oder so, eine Erbsensuppe am Imbiss hole oder sowas. Oder wenn meine Freundin, und die macht mir jeden Tag eigentlich ein Fresspaket, den nehme ich ganz gerne dafür. Würde ich im Wald nicht mitnehmen, weil dafür habe ich den hier. Der eignet sich aber für unterwegs, weil er zusammenfaltbar ist und daher nicht wirklich viel Platz wegnimmt. Dann habe ich hier, den habe ich unter dem in dem Video vorgestellt, Geschenke von Bushcrafter für Bushcrafter. Der ist von der Firma True Utility und nennt sich Spork Knife. Muss ich zu sagen, das ist eigentlich eher so ein Geschenk Gadget für urbane Psychopathen. Er ist faltbar, lässt sich mit einem angebrachten Karabinerhaken an jedem Schlüsselbund befestigen. Halte ich für Bushcrafter ungeeignet, weil zum Beispiel dieser Göffel, wo der sich einfaltet, da ist hier so ein Plastikviertelring mit Schrauben festgemacht. Darunter sammelt sich wahrscheinlich sehr schnell der Schmutz, und um den zu entfernen, müsste man den Ring wiederum abschrauben, was, so wie ich das sehe, mit ganz klitzekleinen Imbusschrauben befestigt ist. Halte ich für eine unhygienische Sache, aber als Geschenkartikel ist das eine nette Geschichte. Und dann kommen wir zu meinem All-Time-Favorite, und das ist ein Titan-Spork oder auch Göffel von der Firma Optimus. Und das ist der, den ich eigentlich immer im Wald dabei habe, wenn ich mir was zu essen mache. Denn die Zinken sind groß genug, um wirklich auch ein Stück Fleisch aufzuspießen oder Kartoffeln. Sind nicht so. Ich halte die mal nebeneinander. Man kann den Unterschied wahrscheinlich erkennen, dass diese Zinken größer sind als diese. Das ist also wahrscheinlich eher ein Spielzeug. Und das ist wirklich mein absoluter Lieblings-Spork. Und der kommt noch vor dem Titan-Spork von Light My Fire. Der nimmt kaum Platz weg, der wiegt fast nichts. Und der kostet, wenn mich nicht alles täuscht, circa 10 Euro bei Amazon. Also wenn er ein gutes kleines Reisebesteck braucht, würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Ich habe natürlich nicht alle. Ich habe auch schon mal eins verschenkt an meinen Sohn. Ich habe eins verschenkt an den Sohn meiner Freundin. Und aber so diese hier, die empfehle ich nicht so, wenn man als Bushcrafter unterwegs ist im Wald, aber den schon. So, bedanke mich fürs Zuschauen. Bewertungen, Kommentare werden gerne gesehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Schönen Tag noch. Tschüss.